Hey ho meine Lieben, was wir heute machen ist so einfach, dass es eigentlich ja schon verboten ist. Eigentlich nicht der Rede wert, aber ein Video allemal. Und was machen wir? Wir machen Beckenbockwurst und selber gemachte Pommes. Ja, anderer wird jetzt sagen, wow, ich mach belgische Pommes. Ja, ich mache einfach Pommes selber. Okay, die Pommes-Vorbereitung geht jetzt los. Das mit der Bockwurst kommt dann später. Da habe ich mir auch ein bisschen was dazu überlegt. Und ja, Pommes sind ein bisschen mehr Arbeit heute, aber kein Problem. Ich habe noch jede Menge Zeit und dann gehen wir rüber, legen wir los. Ja, Schüssel, Schäler, ein paar Kartoffeln hier drin. Komm gleich mal ins Spülbecken. Das war jetzt alles, was wir jetzt erstmal brauchen. Ich schäle jetzt erst einmal die ganzen Kartoffeln da drüben und lege sie dann hierher und dann sind sie ja schon geschält und dann werden wir sie ganz einfach von Hand schnibbeln. Tja, Freunde, und dass die Kartoffeln jetzt noch feucht sind, ist mir sowas von wurscht. Warum? Weil sie hinterher ja, erst einmal noch zum Baden gehen. Ja, jetzt geht es ums Schneiden. Ey, Leute, Moment. Wenn man so bei anderen liest, oh, schneidet sie gleich groß, schneidet sie gleich groß. Ja, heute wieder ein bisschen ironisch. Ja, haben sie recht. Die werden dann gleichzeitig fertig, aber total langweilig. Wenn ich gleich große Pommes habe, reiße ich mir eine Tüte auf und fertig. Ja, oder jag sie durch eine Maschine durch. Aber das ist dann auch schon wieder langweilig. Ich mache sie lieber handmade. Ja, auf geht's. Ha, der Kartoffelkiller. Ja, also das ist so halb. Wegs gleichmäßig werden möchte ich natürlich schon, aber dass ich mich da jetzt groß drüber verkopfe, ne, mit Sicherheit nicht. So. Diese Größe sollen meine Pommes in etwa haben und ja, die schneiden wir uns jetzt. Wenn sie ein bisschen dicker sind, ein bisschen dünner, ein bisschen kürzer, ein bisschen hohler, gerade egal. Ab in den Bottich. Also wie gesagt, macht's wie ihr das lustig seid, wie ihr das wollt. Gleich groß ist gleichzeitig fertig, verschieden groß, ne, ist auch wurscht. Sag ich jetzt einmal, da muss man halt aufpassen. Gut, wenn fertig, sehen wir uns gleich wieder. Tja, Leute, hier ist unser Topf voller Gold oder Glück oder auch einfach nur Pommes, Kartoffeln. Jawohl, so sehen sie aus. Warum werden die gewässert? Na, ganz einfach, dass die Stärke etwas austritt aus den Kartoffeln, die Kartoffelstärke. Das soll Pommes knuspriger machen und ja, naja. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich probiere es aus. Ich habe ja selber noch nie... Ach komm Leute, käm erst mal auf mich. Ich habe ja selber so noch nie Pommes komplett gemacht. Komplett selber Pommes gemacht. Ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich möchte es gleich richtig ausprobieren. Deswegen nehme ich die Vorschläge an, dass ich sie wässer vorher. Mache ich jetzt also eine Stunde bleiben sie jetzt im Wasserbad. Dann werden sie trocken getupft, trocken gelegt und dann kommen sie bei 110, 120 Grad in etwa in die Fritteuse. Da werden sie vorfrittiert und ja, dann müssen sie wieder abkühlen. Aber das sehen wir ja nachher alles draußen. Wir gehen aber jetzt nachher sowieso gleich einmal schon mal raus. Also dieses Trockenlegen und Trockentupfen erspare ich euch, weil sonst müsst ihr ja zweimal oder dreimal die Cam rein und rausschleppen. Ja, muss ich ja nachher sowieso mit dem Bacon-Bockwurst teilen. Ja. Machen wir ganz einfach. Ich habe da auch noch was ganz was anderes liegen, was ich heute bekommen habe. Was ich bekommen habe, was wir bekommen haben. Ja,
Jawohl, ein paar von euch und ich. Schauen wir uns nachher gleich einmal an. Der erste Blick drauf. Und in der Gartengeschichte hat sich auch was getan. Da keimt nämlich schon was. Und das schauen wir uns auch noch schnell an. Also Leute, jetzt gehen wir erst einmal kurz raus. Und 17:46 haben wir es jetzt, bis 18:46. Also bis 7:15 lasse ich mal die Pommes im Wasserbad. Danach machen sie in die Fritte und bis 9 Uhr wird dann das Essen fertig sein. Ja, Schatz hat Spätschicht. Spätschicht, ha, heute habe ich es wieder. Naja, war ein langer Tag. Geh mal raus. So Freunde, ihr erinnert euch, dass ich zuerst hier den Zuckermais angesetzt habe. Ja, da kommt was. Da kommt schon was. Der Zuckermais ist aufgegangen. Ich denke, die restlichen werden auch die Tage noch raussprießen. Ja, und dann warten wir, bis sie ein bisschen größer sind und dann pflanzen wir die aus. Hat sich hinten was getan? Schauen wir einfach mal nach. Ich glaube ja eher, da hinten hängt alles am Boden unten vor lauter Hitze. Ja, und so ist es auch. Das Zeug wird sich alles oder freut sich alles schon aufs Wasser heute Abend. Wenn die Sonne weg ist, dann kann es wieder schön aufstehen. Ja, also dem Salat gefällt es draußen anscheinend nicht ganz so gut. Und ja, dem Salat da drin gefällt es ganz gut. So schaut's aus. Und ernten könnte ich auch schon da hinten, wenn ich jetzt Bock hätte auf Mini-Gurken, könnte ich mir eine abmachen und schnabulieren. Hey Leute, wisst ihr was? Ich schnabuliere mir die erste selber geerntete Gurke dieses Jahr. So. Schmeckt eindeutig schon nach Gurke. Ich habe geerntet. Tja, Freunde, aber warum bin ich denn heute eigentlich so richtig gut drauf? Das ist eine gute Frage. Hey! Cool Ei. Ist gekommen. Ohne viel Palaver. Wurde mir angeboten, habe ich ja gesagt. Ich verdiene dabei nichts. Wohlgemerkt, nada, niente, nixe. Es ist nur für euch. So. Haltet euch fest. Ihr fallt gleich bestimmt vom Stuhl. So ist es mir nämlich fast gegangen, wo ich das, ja, die Mail gelesen hatte. Das neue Grill-Ei Max. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und in dem anderen Karton sind noch mal 5 Stück drin. Ist doch der Hammer, oder? Vielen, vielen, vielen Dank an Grill-Ei. Dafür. Ich find's mal richtig klasse. Wie ich die Grill-Ei Max unter euch, unters Volk bringe, bleibt mir überlassen.
Ja. Noch kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe mich selber noch nicht schlau gemacht. Ich weiß bloß, dass das schneller sein soll als das Vorgängermodell. Tja, Freunde, und 9 Stück davon habe ich noch übrig. Also, da könnt ihr ja euch vorstellen, was die nächste Zeit abgehen wird, was ich damit machen werde. Also, ich werde mich jetzt die Tage schlau machen, wahrscheinlich die neue Software runterladen. Und dann werden wir die Teile erst einmal ausprobieren. Da unten kommt noch das USB-Kabel raus. Das Ladekabel, kein Klump, ein gefliestes. Sehr geil, sehr, sehr geil. Ja, Freunde, und das ist mit ein Grund, warum ich heute so, so gut drauf bin. Und eins kann ich euch versprechen, ihr müsst ja nicht 10, 15, 20 Videos dafür anschauen, um da eins gewinnen zu können. Da wird dann immer bloß ein Video reichen. Ist das ein Gewinn? Ist das was? Geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, also, das war jetzt nur die Ankündigung. Wir werden das noch ganz genau unter die Lupe nehmen, uns das anschauen, was das Neues kann, neue Features hat. Da gibt es dann ein extra Video dazu. Und jetzt heißt es erst einmal noch abwarten, bis die Pommes soweit sind. Und dann geht's mit dem Video weiter. So, Freunde, es ist soweit. Ja, hat noch mal ein bisschen Wasser gezogen. Das Küchentuch. Die Frette ist vorgefeuert. Und Leute, jetzt nicht erschrecken. Die Frette war jetzt häufig im Einsatz. Dementsprechend sieht sie auch aus. Aber werden wir halt bei Gelegenheit mal wieder ein kleines Putzvideo machen. So. So auf 110, 120 Grad in etwa. Skala fängt erst bei 130 Grad an. Bisschen drunter bin ich geblieben. Und gut trocknen sollte man sie eben, ja, damit es dann nicht überbrodelt. Aber mir ist es jetzt hier draußen relativ wurscht. Die Pommes bis Gott sei Dank nicht am Boden runtergeflogen. So. Dann werden wir die jetzt für, ich sage mal, 5 bis 10 Minuten hier drin vorfrittieren. Da blubbert ja gar nichts. Doch ein bisschen tut sich was. Na komm, drehen wir es auf 130 und tun wir ganz einfach ein bisschen frittieren. Und jetzt fängt es auch zu brodeln an. Fällt mir wesentlich besser, als wenn sich gar nichts tut. So, wie gesagt, lassen wir es drin. Jetzt sind genau 3 Minuten vergangen. Und schauen wir mal, wie lange. Shit. Ich glaube, ich muss ein wenig putzen. Tja, das passiert, wenn man nicht dabei bleibt und aufpasst. Und
und auf einmal blubbert es hoch. Naja. Ich habe auch den Korb relativ voll gemacht. Ich weiß auch noch nicht einmal, ob ich alle Pommes heute fertig mache oder ob ich noch eine Ladung in die Gefriere reinhau. Ist hinterher alles möglich, wenn sie einmal vorfrittiert sind. Zu so Zeiten und Temperatur würde ich mal sagen, Leute, probiert es am besten selber aus in mehreren Ladungen und ja, merkt euch dann, wie ihr sie gemacht habt und macht sie genau so, wie ihr die wollt. Ich mache jetzt meinen allerersten selber Pommesversuch mit einer Viertelstunde vorfrittieren auf Einstellung 130 Grad von dieser Billigfritte und naja, wir werden nachher dann schon sehen, was dabei rauskommt. So, Viertelstunde ist um. Jetzt lassen wir es noch ganz kurz abtropfen, dann kommen sie in die Schüssel wieder rein. In die hier und dann werde ich sie drinnen erst einmal nochmal auf dem Küchenpapier ausbreiten, schön abkühlen lassen und später, ja, werden sie dann auf Vollgas nochmal ordentlich frittiert. Nehmen wir doch eine Schale dazu, weil ich brauche ja nachher noch den Arbeitsplatz hier für die Bägenbockwürste. Na, kommt sie jetzt raus hier. So. Und dann lassen wir die jetzt einfach schön abkühlen. Und später geht es dann mit den Pommes weiter. Bereiten wir schon mal die Würstle vor, die Bockwürste, die Bacon-Bockwürste. Und wie gesagt, das ist total einfach. Und pro Würstle habe ich 3 Scheiben Bacon, also 3 ganze Würste, 6-mal Bacon. Hä, nanu, was passt da nicht? Leute, aufpassen. Tja, und schon haben wir doppelt so viel zum Essen, kriegen wir doppelt so viele Leute satt. Ha. Ja, warum mache ich das? Ich habe so gern, wenn hier auch noch Blut, Feuer, Rauch hinkommt. Und deswegen mache ich das so. Und jetzt nehmen wir uns unser Würstle. Jeweils 3 Scheiben Bacon. Ach, wickeln wir lieber einzeln. Und nein, wir wickeln das nicht komplett auf. Wir bleiben auf der Stelle. Jetzt könnte man noch Zahnpiekser nehmen, Zahnstocher. Das mache ich jetzt sogar. Und fixieren uns so dann die Bäckenscheiben. So, dann einmal schön in der Mitte. So. Und genau so mache ich jetzt alle 6 Hälften fertig. Und dann dürfen die einfach nochmal in die Kühlung gehen, bis wir dann später grillen. Tada! Fertig sind sie. Und ich muss sagen, Gott sei Dank habe ich sie gleich gemacht, weil gerade ist Schatz in die Garage reingefahren. Naja, Busfahrer, da weiß man auch nie, woran man ist. Einmal um 9, einmal um 8, aber die müssen jetzt erst noch fertig auskühlen. Hilft alles nichts, bevor es da weitergehen kann. Freunde, der Grill bloß befeuert mit Restkohlen. Tja, Patricia ist nicht da heute, habe ich vorher gerade vernommen. Hätte ich bloß 2 Würstle machen brauchen. Deswegen haue ich jetzt auch bloß 2 drauf. 1, 2. Ja, und nebendran können wir auch schon die Pommes draufhauen. Draufhauen. Reinhauen. So, die sind soweit abgekühlt. Ich bin ja gespannt, ob die was werden. Der Michi und Kartoffeln. Oh mein Gott.
ob jetzt als Pommes oder sonst irgendwie. Naja, das war schon immer so ein Thema für sich. Ich mache jetzt nicht alle auf einmal. Schauen wir mal, was draus wird. Und die kommt schon wieder über. Ich werde wahnsinnig hier. Also ist doch noch sehr viel Wassergehalt in den Pommes drin. Ja, müssen wir halt aufpassen. Toll, soll das jetzt die nächsten 10 Minuten so weitergehen. Naja, euch erspare ich das Drama jetzt auf alle Fälle. Wirklich verdammt knapp an der Rand blubbert's. Also es geht gerade so eben. Ja gut, wenn ich mal rausnehme und wieder rein tue, muss ich natürlich wieder aufpassen. Aber jetzt im Moment geht's. Ja, schauen wir nach der Würste. Die werden wir natürlich auch einmal umdrehen. Naja, das dauert noch, bis man die wirklich umdrehen kann. Aber ein bisschen Farbe hat schon angenommen. Der Bacon fängt an, sich zusammenzuziehen. Wunderbar. So Leute, die Würstle habe ich mittlerweile einmal umgedreht. Und nachher werden sie dann, ja, ich denke mal nochmal direkt angegrillt auf Glut. Und die Pommes bin ich auch schon weiter. Habe ich, stellen wir erstmal die Kämme, dass nicht so wackelt, habe ich mittlerweile beide Ladungen ja, frittiert, soweit. Und jetzt kommen sie nachher einfach nochmal ganz kurz rein und dann sind sie fertig. Aber essen kann man sie jetzt schon. Hm. So Leute, dann schmeißen wir sie noch ganz kurz direkt auf die Glut. So, ganz kurz und ja, von der anderen Seite dann auch nochmal. Beziehungsweise werden sie wahrscheinlich dann auch gleich hochkant gestellt werden. Und es gibt ganz neue Formen. Naja. Öfters mal was Neues. Ja, und gleich können wir essen. So, das reicht jetzt aber. Ja, die sind gut. Und so habt ihr Bockwurst noch nie gegessen, oder? Mal was ganz was anderes wieder. Was Altes, ganz Bekanntes, ganz neu. Wird jetzt auch fertig sein. Heiß. Ich muss erst runter essen. Natürlich gewürzt mit der flotten Fritte von Big Tuck's Barbecue. Mittlerweile mein Lieblingspommes Gewürz. Schon wieder Werbung für den. Mann! Hm? Oh, passt. Ich liebe ja solche absolut einfachen Gerichte. Und ja, was hau ich mir da jetzt drüber? Ha, machen wir wieder Werbung. Original holländische Mayonnaise von Dolly Sauce. Jawohl. Oh ja. Ein bisschen Ketchup mit dazu. Und über die hier oder daneben haue ich mal noch ein bisschen Curry Ketchup von Hellas dazu. Ja, und jetzt heißt es essen, probieren. Oh, was macht denn das hier? Was ist denn das? Schauen wir mal. Ja. What is this? Ja, das sind Bacon-Bockwürste mal ganz anders. Probierle. Hm.
Also ich finde sie lecker. Dafür, dass ich nach wie vor mit Kartoffeln auf Kriegsfuß stehe, sind sie gut geworden. Jetzt schauen wir mal noch, was Schatzi dazu sagt. Schon sehr dunkel. Es sind schon sehr dunkel. Und ja, an so einer Bockwurst mit Bacon krumm gewickelt, was willst du da falsch machen? Bacon-Bockwurst. Tja, Leute. Jetzt lasst es mich essen und dann kommt noch was. Jetzt bin ich aber mal richtig satt. Was soll ich sagen? Ich und Kartoffeln, ja, Pommes waren essbar, durchaus. Von der Farbe. Ja, schon sehr dunkel. Waren sie essbar? Ja, gerade so. Und grazie. Gerade so mit einem Lachen im Gesicht. Ja, und bei der Bockwurst mit Bacon kann man ja gar nichts falsch machen. Aber es ist mal eine andere Variante. Wenn ein paar Leute zu Besuch kommen, einfach mal so machen. Und, oh. Ja. Sorry, Moment. Vom Pommesalz habe ich es wieder gut gemeint. Ja, Freunde. Dann kommen wir zu diesen wunderbaren niegelnagelneuen original verpackten Grill IMAX in Wert von knapp 120 Euro. Ja, richtig, die werden für 119 Euro und ein paar zerquetschte gehandelt, verkauft, ganz normal. Und das, eins davon, könnt ihr heute, morgen, übermorgen in diesen oder über dieses Video gewinnen. Das ist doch eine geile Sache. Ein bisschen was müsst ihr aber dafür tun. Haha, und jetzt werde ich gemein. Ihr müsst mir einmal unten drunter Hashtag und dann Zahlen nennen. Und zwar aufpassen, ganz gut aufpassen. Wie viele Gurkenpflanzen habe ich gepflanzt oder sind insgesamt gepflanzt? Wie viele Salate sind gepflanzt? Und bitte in der richtigen Reihenfolge. Wie viel Kohlrabi sind gepflanzt? Und wie viel Lauch sind gepflanzt? Tja, dazu müsst ihr halt die anderen Videos durchgucken. Um das rauszufinden. Und wie gesagt, das Ganze mit einem Hashtag und dann die richtige Zahlen eintragen mit Komma. Und ja, jeder, der das kommentiert hat und richtig kommentiert hat, hat natürlich dann die Chance zu gewinnen. Hier steht es nochmal, ein Gurken, Salat, Kohlrabi, Lauch, Capito, comprende. Wie lang geht die Verlosung? Die geht nicht lange. Die geht genau so lange bis zu meinem nächsten Livestream und der kann Freitag oder Samstagabend schon kommen, wie ich Lust und Zeit dazu habe. Genau, und genau so lange geht diese Verlosung. Also sprich für die Leute, wo die Videos früher angucken, schneller angucken oder so ähnlich, die haben die Chance zu gewinnen und Cool IMAX. Ja. Alles klar. Dann springe ich am Rechner, werde das Video bearbeiten und euch wünsche ich was. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Schatz, habe ich schon gesagt, dass wir morgen Besuch kriegen? Ja, aber ich bin morgen arbeiten bis um 7:45. Ja, das kriegen wir hin. Danach gibt es dann was Leckeres. Es wird auch wieder ein Video.